Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einem weiteren Video hier zu SIMT MHD, dem Simulator. Schön, dass ihr wieder da seid. Und ihr seht schon, heute mal ganz spektakulär, wir sind heute mal mit einem Obus unterwegs. Ein, ja, interessant, so noch nicht gesehen in Omsi und so auch noch nicht gesehen in Lotus. Also unser erstes Mal hier. Wie fährt sich das Ganze? Und das wollen wir uns heute, wie gesagt, bei dem SIMT MHD Simulator anschauen auf der Linie 10. Und ja, was soll ich sagen? Es ist wieder mal 23 Uhr. Es ist wieder dunkel. Und wir fahren das Ganze heute mit einem Solaris, ja, dritte Generation. Und ich freue mich drauf, denn Solaris ist ja so mein absoluter Favorit, ja, wenn es darum geht. Und von daher ist schön, dass SIMT MHD den Solaris mitbietet. Also insgesamt gibt es den 12er, den 15er und den 18er. Die werden wir uns natürlich alle nach und nach hier dementsprechend anschauen. Und heute Abend gibt es dann auch noch den Livestream dazu. Also wenn ihr mehr sehen wollt von SIMT MHD, dann solltet ihr heute Abend so ab 19, 20 Uhr einschalten hier bei uns auf ÖPNV-Simulation. Denn dort streamen wir das Ganze mal. Und da könnt ihr dann eure Fragen alle einfach mal stellen. Da, so die ersten Kommentare sind natürlich auch angekommen. Ja, viele vergleichen das Ganze hier so ein bisschen mit Omsi und Lotus. Das hat natürlich nichts mit Lotus und nichts mit Omsi zu tun und der wird auch wahrscheinlich nie an diese beiden Simulatoren rankommen. Es ist halt eine andere, eine alternative Simulation und das ist halt das, was ich euch hier zeigen will, warum der Kanal ÖPNV-Simulator oder Simulation existiert. Nicht nur Omsi und Lotus sind auf dem Markt, sondern es gibt halt auch viele, viele andere Simulationen und ja, deswegen schauen wir, wie gesagt, heute oder auch in den letzten Folgen haben wir uns jetzt dementsprechend SIMT angeguckt und werden es auch noch in den nächsten Folgen dementsprechend anschauen. So, allerdings werde ich jetzt mal hier kurz mal starten, denn ihr seht, wir müssen in einer Minute schon da sein. Dementsprechend werde ich das Ganze jetzt mal hier einstellen und hoffen, dass das jetzt hier funktioniert. Und ihr seht schon, ne, es funktioniert. Es fährt sich auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm. Das muss ich wahrscheinlich erstmal dran gewöhnen. So. Ja, in den letzten Folgen habt ihr ja so ein bisschen was geschrieben gehabt. Ich habe es gelesen. Wie gesagt, halt, dass das halt nicht die Qualität an Omsi ist oder an Lotus ranreicht. Wie gesagt, soll es ja auch nicht. Wie gesagt, das ist halt was komplett Eigenständiges. So, machen wir mal die Türen öffnen und schließen. So, lassen wir sie einsteigen. Und weiter geht's. Wir sind am Lidl vorbei. Hier sieht man halt auch schön, ne, wie sich das Ganze verhält hier mit der Oberleitung. So, alles einsteigen, alles rein, raus. Das Geräusch ist halt auch, ja. Also da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, halt elektrisch halt alles, ne?
So, auf. Lass den armen Mann rein. Der war auch noch mit. Und dann können wir weiterfahren. Und ja, das ist wie gesagt Obus. So soll es dann auch später mal in Lotus aussehen. Ja, bin mal gespannt, ob das Ganze funktioniert, ob das Ganze überhaupt wirklich kommen wird. Obus ist ja halt noch alles Early Access. Wäre natürlich schön, ne? Weil Obus ist mal halt mal was komplett anderes. Und auf jeden Fall interessant halt, ne? Also dadurch, dass man das halt echt nicht kennt. Also ich persönlich kenne es halt nicht, ja, so Obusse oder sowas. Das ist für mich ja nun doch komplettes Neuland. Find's halt immer wieder spannend, ja, was es so für Technik gibt. So, alles rein, 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 bitte. Wir haben es ein bisschen eilig, wir sind schon ein bisschen spät schon wieder. Aber alles noch im grünen Bereich hier. Alles noch im grünen Bereich. Ja, wenn wir mal so uns ins Cockpit reinsetzen, sieht das Ganze so aus. Das ist natürlich nicht mehr spektakulär. Also hier fehlt es deutlich an Überarbeitung. Ja, also keine Armatur, halt einfach gar nichts. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ich glaube, auch wenn es elektrisch ist, ist hier, glaube ich, bis vorne ein bisschen mehr Schalter oder sowas. Gehe ich mal stark davon aus. Aber das ist hier in Sim noch nicht umgesetzt worden. Deswegen ist es das, was ich ja meine, ne? Das dauert hier auch scheinbar seine Zeit, bis das Ganze dementsprechend fertig ist hier, bis das Ganze halt fertig entwickelt ist. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, dass es einige tatsächlich gibt, die wirklich den Sim-Simulator unterstützen. Finde ich großartig. Ich muss noch überlegen. Also an sich finde ich ihn sehr interessant. Das ist mal was Neues, ja. Hab jetzt ja erstmal halt nur diese für 3 Monate erstmal gemacht, ja. Mal gucken, ob ich es verlängere denn halt, ne? Das muss man dann mal ein bisschen gucken. Na, wo ist er? Da, okay, jetzt kommt er. Wunderschön. Alles einsteigen, bitte. Rein, 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 rein. Wir sind zwar pünktlich, aber. Ist der andere jetzt auch drin? Ne, der ist nämlich nicht drin, ne? Ja, natürlich auch noch mitnehmen hier. Das wäre natürlich absolut fantastisch. Vielleicht haben wir denn, wenn wir auch so heute Abend den Stream machen, um 19 Uhr, es ist noch relativ hell, aber vielleicht haben wir ja Glück und sehen das Ganze mal so ein bisschen am Tage. Also es ist am Tage deutlich mehr Verkehr hier unterwegs, ja. Es ist deutlich mehr Fußgänger, also die an Haltestellen stehen und ja, auch verkehrtechnisch ist natürlich auch ein bisschen mehr los. Das wirkt jetzt nur relativ wenig, weil wir hier halt wirklich um 23 Uhr fahren und bekanntlich, wie gesagt, nachts ist natürlich nicht allzu viel los, als wie am Tage. Das hatte also jetzt in dem Sinne nichts mit dem Simulator zu tun, ja, das ist dann halt wirklich jetzt die Uhrzeit. Natürlich noch verschiedene Bustypen, ne, die man hier fahren kann. Aber wie gesagt, das werdet ihr heute Abend spätestens im Livestream sehen oder natürlich jetzt auch in den, ja, nächsten Folgen definitiv. Ne. Da werden wir uns das alles, wie gesagt, nochmal ganz genau anschauen. Poller wollen wir nicht noch mitnehmen.
So, alle drin, Türe zu. Entschuldigung. Ah, der Husten immer noch der Husten. Es ist immer traumhaft. Ja, aber ne, also ihr seht es jetzt mal so. Also das sind, sind diese drei Sachen, die halt inbegriffen sind, halt in Simt. Ja. Wie gesagt, aber Straßenbahn und Obus Kost sind denn halt, ne? Hier rein, wundervoll. Ja. Wäre auch schön, wenn du zugehst. Danke. So, kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Stockduster hier, stockduster. Wo wir Licht anhaben. Scheinwerfer werfen halt auch kein Licht, ne? Das ist auch ein bisschen schade. Aber naja, so ist das halt. Muss man jetzt durch. Entweder man nimmt das Ganze so in Kauf, wie es halt jetzt ist, ne? Dass das Ganze halt auch noch unfertig ist. Ja, man testet, probiert das Ganze. So, hier weiß ich jetzt nicht, ob das Ganze hier wirklich funktioniert. Die blinkt nämlich die ganze Zeit irgendwie, aber die Schranken schließen sich nicht. Oh, mal probieren, wenn wir mal kurz warten. Ein paar Sekündchen haben wir. Ja, dann können wir das Ganze mal testen. Die Schranken sich jetzt hier noch schließen irgendwann. Aber nee, da drüber sind noch mehr Lampen. Seht ihr das? Das ist noch mehr. Jetzt passiert was. Ah, guck mal. So sieht es also aus, wenn sich das Ganze dann so schließt. Da schließt sich das Ganze dann auch. Na komm, jetzt gucken wir uns mal an, ob da jetzt ein Zug kommt oder ob das Ganze jetzt nur so ein Fake ist. Das werden wir jetzt mal schauen. Vielleicht geht es ja einfach nur. Ne, da kommt es nicht richtig her. Das ist auch noch interessant hier: Kreisverkehr. Obus, großartig. Hat funktioniert aber. Hier will keiner raus. Müssen wir weiterfahren. Ah, oder?
Will er das nicht? Will er das jetzt nicht? Nein! Sind wir echt an jeder Haltestelle anhalten? Ah. Da hat der Bio jetzt gepennt. Da hat der Bio jetzt gepennt. Dazu das reicht, wenn wir am Vorbeifahren zumindest. Aber schaltet er jetzt auch nicht weiter. Na Mensch, da haben wir ja wieder das Spiel erfolgreich kaputt gemacht. Okay, also scheinbar ist es hier jede Haltestelle. Aber ich dachte, wenn keiner steht, ja, und keiner drückt, dann müssen wir da nicht anhalten. Ja, somit stehen jetzt natürlich auch keine Leute mehr, ne, an den Haltestellen. Also wenn wir es jetzt kaputt gemacht haben, dann haben wir es jetzt schon richtig kaputt gemacht. Okay, naja, wissen wir Bescheid, hier ist Kick, hier DM. Also einfach mal umdrehen, geht ja nicht mit dem Obus. Kannst hier nicht einfach drehen. Na Mensch. Da haben wir wieder alles kaputt gemacht. Oh. Oh, das sollte, glaube ich, nicht sein. Wir haben keinen Strom mehr. Wieso haben wir keinen Strom mehr? Müssen uns irgendwie den Strom abgerissen haben. Also, wenn es schief geht, dann geht es hier richtig schief. Ja? Also, sowas kann passieren. Weiß jetzt zwar nicht, ich glaube, wir waren zu schnell oder sowas. Dass das Ganze dementsprechend jetzt sich abgeseilt hat, kann man hier sagen. Ja? Wir werden uns heute Abend nochmal anschauen, würde ich sagen. Aber sowas passiert, ne, wenn keine Verbindung mehr ist. Und ihr seht, ich gebe hier Gas und es passiert hier nichts mehr. Elektrik geht halt auch nicht mehr. Kann ich noch blinken? Ja, blinken kann ich. Da wird wahrscheinlich noch eine Batterie drin sein oder sowas. Ja, soweit dazu. Das ist Obus, wie gesagt, hier in Simt. Gar nicht so einfach, wie es scheint. Aber nun gut, dadurch, dass wir jetzt die Haltestelle auch noch überfahren haben, wo ich jetzt persönlich nicht damit gerechnet habe, dass das Ganze jetzt Auswirkungen hat, ist es natürlich jetzt ein bisschen blöd. Aber nun mal, so ist es. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, Leute, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr mehr sehen wollt, heute Abend, wie gesagt, im Livestream, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und sonst, ja, in den nächsten Tagen geht es natürlich weiter mit weiteren Folgen von Simt. Und wir haben ja noch die Tatra und wir haben noch verschiedene Busse, die wir hier nochmal zeigen wollen. Und von daher unbedingt einschalten, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal.